meine lieben Freunde, und willkommen bei einem neuen Format hier auf meinem Kanal von Steffo. Und zwar, um was geht's denn? Es geht um Filme. So, da ich ja ein sehr leidenschaftlicher Filmegucker bin und auch Blu-rays sammel, habe ich mir gedacht, mache ich doch mal jetzt jeden Monat einmal, also am Ende des Monats, ein Film-Update, was ich mir an Filmen so gekauft habe. Ja, es ist ein bisschen was dazugekommen. Wird jetzt nicht jeden Monat so viel sein, aber möchte euch dran teilhaben lassen, was ich mir so gekauft habe. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. So, da fangen wir doch mal an mit zwei DVDs erstmal. Und zwar, ich kaufe mir jede zwei Wochen die TV-Movie. Und in der TV-Movie sind natürlich auch DVDs drin. Das sind jetzt keine Blu-rays, aber DVDs. So, da war jetzt einmal drin The Prince Only God Forgives mit Bruce Willis, John Cusack und Jason Partridge. Bruce Willis kennt man, ne? Aus Stumm langsam oder Red oder was hat er noch gemacht? Das war mir gar keiner ein. Also er hat auf jeden Fall viele Filme gemacht. Und hier spielt er halt ein Bösewicht mal. Aber ich glaube, es ist halt schon ein B-Movie. Ne? Ich weiß gar nicht, hat der überhaupt Bade im Kino? Ja, war sogar in den USA im Kino. 18 Millionen Dollar Budget. Aber ob er die eingenommen hat, wage ich zu bezweifeln. Und John Cusack kennt man auch eigentlich aus Filmen wie Identity oder Zimmer 1408. Boah, was hat er da noch gemacht? 2012 natürlich von Roland Emmerich, der Katastrophenfilm da, wo die Erde auseinanderbricht. Und der Jason Partridge ist halt, ja, eigentlich nur, also ich kenne ihn jetzt nur aus Speed 2, der Nachfolgefilm von Speed, logischerweise mit Sandra Bullock und Keanu Reeves. Regie führt Brian A. Miller. Genau. Ja, also ich glaube, das ist halt einfach nur so ein normaler B-Movie. Wir wissen ja alle, der Bruce Willis ist zurzeit eh nicht gut drauf. Und ja, dann, ich glaube, er nimmt einfach jeden Job an, den er bekommt, hier oder jeden Film. Und ja, 50 Cent spielt auch noch mit. Ne? So, dann als zweiten Film von TV Movie habe ich The Bay. Nach Angst kommt Panik. Von den Machern von Paranormal Activity und Insidious. So schaut er aus, von vorne. Und er ist von dem Regisseur Barry Levinson, der auch einen Oscar schon bekommen hat, und zwar 1989 zum Film Rain Man. Und ja, ich glaube, der ist nicht schlecht. Also ich habe den auch noch nicht gesehen. Ich habe einfach keine Zeit. Ich habe so viele Blu-rays noch, die ich noch gucken muss. Aber ja, wer spielt da so mit Bekanntes? Ich glaube, das spielt jetzt nicht so. Ja. Also, kenne ich keinen. Ja, weiß ich. Schauen wir mal, wie der ist. Aber ich glaube, so schlecht wird der nicht sein. Ja, also, wie gesagt, es kommen da auch immer zwei Filme dazu jeden Monat von der TV Movie. Und aber ich muss sagen, es sind auch coole Filme dabei. Also ich hatte bis jetzt, okay, was ich gesehen habe,
waren jetzt manchmal schon ein paar schlechtere dabei, aber ja, und die werde ich dann halt alle schön in eine DVD-Hülle machen. Die bleiben alle nicht so. Und genau. So, dann kommen wir zu den Blu-rays. So, da haben wir als erstes das Dschungelbuch. Da. Jetzt wird sich jeder denken, was will der mit dem Dschungelbuch? Ja, und ich muss sagen, erstens ist es für meine Tochter oder für meine Kinder dann. Und zweitens, ach, das Dschungelbuch ist doch cool, oder? Ist da jetzt nichts Schlechtes dran? Guckt doch bestimmt jeder gerne. Und wie gesagt, wir werden auch in den nächsten Monaten ein paar Animationsfilme dazukommen, weil ich einfach die Animationsfilme auch voll cool finde. Vor allem das Dschungelbuch habe ich auch auf Kassette, also VHS. Und das habe ich so oft angeschaut. Einfach genial. Das Dschungelbuch. Ich bin jetzt auch gespannt auf The Jungle Book. Das wird ja verfilmt, das Dschungelbuch. Ne? Bin ich auch gespannt, aber naja. Also, echt kein schlechter Film. Das Dschungelbuch, also macht Spaß, ihn anzuschauen. Und dann kommen wir doch weiter gleich zum nächsten Disney-Film. Die Schöne und das Biest. Kennt wohl auch eigentlich jeder. Und es ist auch einfach ein schöner Film. Genau. Ja, es war halt Weihnachten, ne? Da haben wir auch unserer Tochter was geschenkt. Und keine DVD, sondern Blu-ray. Und ich finde es auch einfach, ist auch einfach ein schöner, wunderschöner Film. Kann man jederzeit anschauen. Genau wie der nächste Disney-Film. Das ist dann auch der letzte, keine Angst. Peter Pan. Und ich muss auch sagen, ich habe alle Filme, die ich jetzt hier gerade gezeigt habe, habe ich echt alle auch auf VHS. Also habe ich früher echt gesuchtet, sozusagen. Also die habe ich echt sehr gerne so geguckt. Und ja. So schaut er noch mit der CD aus. Genau. Also ich muss ja dazu nichts sagen zu dem Film. Müsste eigentlich jeder kennen. Wenn nicht, ist es schade. Muss man aber auf jeden Fall nachholen, weil ich finde einfach, das sind, wie gesagt, nochmal richtig schöne Filme. Peter Pan. So, jetzt kommen wir mal zu etwas Ordentlichem. Und zwar zu Planet Terror. Ein Film von Robert Rodriguez. Ein abgefahrener Film. Ja. Ist halt einfach eine abgedrehte Scheiße. Also echt ein cooler Film, muss ich sagen, vor allem weil sie halt da am Fuß ihr Maschinengewehrchen hat. Und ja, also ist einfach ein cooler, durchgeknallter Film, wie man ihn halt von Robert Rodriguez kennt, ne? Wie die anderen Filme alle, oder Quentin Tarantino, ne? Das sind ja beides die gleichen Genres, was sie da immer machen. Und ist einfach ein cooler Film. Genau. Planet Terror. Wer den noch nicht gesehen hat, anschaut. So, dann, diesen Film habe ich noch nicht geschaut, aber ich glaube, der ist richtig cool. Und zwar ist die Rede von Zodiac bei Director's Cut. Mit Jack Gyllenhaal spielt er mit, Robert Downey Jr., ja, natürlich von David Fincher, dem Regisseur, der auch richtig coole Filme schon gemacht hat. Und ja, da geht halt um einen Serienmörder,
der, was? Ja, genau, hier steht, aber also ich muss das jetzt mal wirklich sagen, nach dem wahren Kriminalfall eines gefürchteten Serienmörders und der intensiven Verbrecherjagd, die er auslöste. Das ist die Inhaltsbeschreibung. Zodiac ist ein meisterhaft inszenierter Thriller von Regisseur David Fincher mit einer herausragenden Besetzung. Ah, Mark Ruffalo spielt auch noch was? Okay. Also, ja. Da geht es halt um Serienmörder, aber wie gesagt, ich habe den noch nicht gesehen. Ich kann dazu jetzt auch noch nichts sagen. So schaut die CD aus. Genau, also nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, hat das ein Wendekörper? Nein, kein Wendekörper. Bin ich jetzt doof, warte mal kurz. Nein, hat kein Wendekörper. Hat der Magnetkörper? Weil die FSK-Logo ist da, die nerven die eigentlich auch immer. Hat auch keins, schade. Gut. So. Zodiac. Ne? So, jetzt kommen wir zu dem eigentlichen, zu den eigentlichen Blu-rays, die ich jetzt eigentlich sammle. Und zwar zu den Steelbooks. Genau. So, kommen wir doch mal zum Arnold Schwarzenegger zu Sabotage. Richtig schönes Steelbook, sogar mit Prägung hier, Sabotage. Und der Name Arnold Schwarzenegger und das US-Symbol. Also das Polizeiwappen von der DEA, glaube ich, ist das. Auch mit Prägung. Ja, also richtig, richtig gut gemacht und vor allem in Gold. Und da gab es ja auch The Last Stand in der Steelbook Edition. Auch in Gold. Aber da ich The Last Stand schon habe auf Blu-ray, normal, Amaray, brauche ich es halt ja nicht mehr. Aber es ist natürlich ein richtig schönes Steelbook. Noch in Cut. Und dann hinten, Back-Motivdruck ist halt auch noch Schwarzenegger. Mit dem Satz, I'm going to destroy them. So, dann kommen wir mal zum Innenteil. Da haben wir noch ein bisschen. Informationsmaterial und da haben wir dann auch schon einen Innendruck mit Arnold Schwarzenegger und wieder einen Satz: Get in here, there is a lot of bodies. Genau, und dann da noch ein schönes Tattoo-Logo oder was das sein soll, ich weiß es nicht. Und ja, von den Kritikern ja, glaube ich, zerstört der Film. Ne? Aber ich muss auch sagen, ich habe den noch nicht gesehen. Also ich habe die meisten Filme noch nicht gesehen. Und ja, ich kann dazu leider nichts sagen. So, dann aber genau, der Seite Sabotage. Genau. Also bestimmt kein schlechter Film. So, dann kommen wir. Den muss ich erstmal aus der Hülle packen. Kleiner Moment. Wenn ich dann den aufkriege, jetzt kriege ich ihn auf. Und zwar kommen wir zu einem der letzten Filme. Ich glaube, das war sein drittletzter Film. Gott hab ihn selig. Paul Walker. Auch ein richtig cooles Steelbook. Hier sogar schön glitzernd irgendwie, ne, wie ihr das sehen könnt. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Auch wieder mit einer Prägung hier oben. Auers. Richtig geil gemacht. So. Vor allem das Motiv finde ich cool mit dem Baby da. Also richtig, richtig. Auch kein schlechtes Steelbook. Vor allem, dass es halt so glänzt. Das ist auch richtig schön. Richtig cool gemacht.
Und wie gesagt, ich glaube, das ist der drittletzte Film von Paul Walker. Schade. Und dann haben wir hier noch ein Backmotiv mit dem Paul Walker und einer mit einem Gewehr, oder was das sein soll, keine Ahnung. Und dann schauen wir mal den Innendruck an, was es da gibt. Ja, es gibt einen Innendruck. So. Und dann noch hinter der CD ist auch noch ein Innendruck. Genau. Um was es da geht, weiß ich, das auch gesagt, jetzt auch nicht. Ich weiß nur, dass es irgendwie um Erdbeben oder um einen Tsunami handelt, glaube ich. Und dass er irgendwie seine Frau, Freundin oder Tochter oder Baby retten muss. Aber ich will jetzt nichts Falsches erzählen. So, das mache ich dann später wieder an die Hülle. So, oder an die Folie. Okay. Jetzt kommt nochmal eine DVD. Aber eine spezielle DVD. Und zwar Armageddon. WWF World Wrestling Federation, noch früher genannt 2002. Armageddon 2002. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, warum sammelt der denn jetzt die DVDs von Wrestling? Ganz einfach. Ich habe bis jetzt noch nicht das WWE Network. Ich weiß auch nicht, ob ich es mir hole. Und ich weiß nicht, ich will das lieber so schön im Schrank haben und dann kann ich mir sagen, hey cool, jetzt habe ich die. Also ich habe jetzt angefangen von World Rumble 2000 anzufangen zu sammeln bis halt Armageddon 2002. Und dann habe ich halt noch von 2009 bis 2012, glaube ich, war das. So, genau. Und jetzt würde ich erstmal alles bis 2009 sammeln und dann ab 2012 halt weitermachen. Bis halt jetzt. Stand 2016, Royal Rumble. Und ich muss auch sagen, ich habe jetzt letztens Backlash 2002 gesehen und das war der erste offizielle TV-Auftritt vor Kameras von Brock Lesnar. Und ich muss sagen, der Typ ist krank. Er hat ein Match gehabt gegen Jeff Hardy und irgendwie hatte Paul Heyman was mit seiner Lita zu tun gehabt, weil er dann ihre Unterhöschen hatte oder so, keine Ahnung. Und mit Hardy hat sich da jetzt dann eingemischt, weil es ja früher seine Freundin da war. Und da hat er erstmal, glaube ich, zwei F5s auf der Stage bekommen, also wo man halt dann reinkommt und dann runterläuft zum Ring. Oben auf der Bühne hat er zwei F5s bekommen und wurde erstmal krank gemeldet. Und ja, halt bei Backlash 2002 ersetzt ihn Jeff Hardy. Sieht eigentlich gar keinen Stich und das Match wird auch abgebrochen vom Ringrichter und nach drei Powerbombs oder vier Powerbombs hintereinander, dann noch davor ein, zwei F5s. Also er hat Jeff Hardy zerstört. Wahnsinn. Und ich finde einfach, warum ich das sammle, einfach, ich bin einfach ein riesengroßer Rock-Fan, Stone Cold-Fan bin ich und es sind einfach richtig, richtig coole Matches. Also echt richtig geil. Da kann sich mal die WWE mal wieder mal ihre alten Videomaterials anschauen von 2000 bis was weiß ich wie viel. Und einfach Wahnsinn. Ja, das mit dem. Die Attitude immer war echt cool. Entschuldigung. So. Und dazu, also da gibt es dann auch immer eigentlich jeden Monat eine DVD. Jetzt bin ich ja schon bei 2002 fertig, jetzt geht es dann mit dem Royal Rumble 2003 weiter. Also so langsam nähert sich das Einhörnchen sozusagen. Aber es wird langsam schwieriger, diese DVDs zu besorgen.
Und ich muss auch manchmal echt im Ausland die DVDs kaufen, weil es halt hier in Deutschland einfach nicht mehr gibt. Leider. Sind auch noch alle in Englisch natürlich. Boah. Und so schaut die CD aus. Und einfach cool, wie die früher waren, ne? Weil, ach so, hätte ich ja auch machen müssen. Alles klar. Und einfach cool, wie die halt früher waren, weil ich verfolge ja Wrestling. Ja, da haben wir seit 2008 so auch noch nicht richtig, weil ich es dann nie im Fernsehen gucken konnte oder keine Ahnung. Da habe ich ab und zu halt da mal ein paar DVDs gekauft und das war's. So richtig verfolgen tue ich es, glaube ich, erst so seit 2010, 11. Na, davor halt immer, naja. Früher kam das ja immer noch auf RTL2 in den 90ern. Da hat mein Vater das immer noch aufgenommen, VHS. Und ja, da weiß ich noch Doink und Dink und ach, wie sie alle heißen, wie Bam Bam Bigelow und Luna. Ach, bei der Survivor Series waren auch coole Matches. Aber wie gesagt, da kommt dann auch immer noch was dazu. So, dann machen wir noch weiter. Da muss ich wieder die Folie auspacken. So, und zwar geht es hier um Planet der Affen Revolution. So, bei dem Steelbook, ja, ist jetzt nichts Besonderes, ne? Keine Prägung oder sowas. Aber es ist schon mal ein richtig cooles Bild, finde ich. Ja? Mit Caesar vorne drauf. Und hinten der Bösewicht sozusagen für diesen Teil. Ich weiß jetzt aber nicht, wie der heißt. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Und genau. Jetzt schauen wir mal in die CD hinein. Und als Indruck ist nochmal der Bösewicht von hinten drauf. Und bei der CD. Habe ich einen Schmarrn erzählt. Und zwar sind es zwei Bösewichter, also anderer Art. Und der hier hinten ist auch nochmal ein anderer. Also, keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe ihn noch nicht gesehen. So. Genau. Aber ich glaube, der wird auch nicht schlecht. Also ich war ja bei Planet der Affen Prevolution, war ich ja im Kino, es war mein Geburtstag und muss sagen, war echt erstaunt. Also war echt ein cooler Film. Schade, dass James Franco nicht mehr dabei ist, aber gut, man kann da nichts machen. Aber ich glaube, der ist genauso gut. Irgendwie habe ich gehört. So, dann kommen wir zum nächsten Film oder zu den nächsten zwei Filmen. Diesen Film oder diese zwei Filme habe ich auf DVD und von DVD möchte ich auch wieder eigentlich alle haben. Von DVD halt rüber switchen auf Blu-ray. Darum habe ich den jetzt auch mal wieder gekauft. Und da kam ja auch letztes Jahr ein Reboot oder Remake, was weiß ich, wie man das nennt. Und zwar, es geht um der totale vernichtende Kritiken bekommen hat und auch nicht erfolgreich war an den Kinokassen in den USA und viel in Deutschland. Es geht um Fantastic Four 1 und 2. So, also, es ist eigentlich, glaube ich, auch, ja, es ist ein schönes Drehbuch, muss ich schon sagen. Bloß, ich finde es halt immer cooler, wenn da halt noch ein bisschen Prägung mit dabei ist. Aber hier ist halt nichts dabei, das ist normal die Vierer und das war's. Als Backmotiv ist nur, was drin enthalten ist, also der Film Fantastic Four und Fantastic Four 2, Rise of the Silver Surfer. Ja, und die technischen Daten, also mehr nicht.
mache ich das mal kurz raus. Als Innendruck haben wir die Fantastic Four, einmal links Jessica Alba und wie der andere Gummimensch dann heißt. Und dann rechts haben wir die Fackel und das Ding. Und genau. Die Fackel ja von Chris Evans gespielt, der jetzt Captain America spielt. Und genau, so packe ich das wieder rein. Kleinen Moment noch. Geht gleich noch weiter. So. Also Fantastic Four. Cooler Film. Also ich muss auch sagen, der zweite Teil gefällt mir glaube ich auch besser als der erste. Also gut. So, jetzt kommen wir zur nächsten Box. Und zwar, es geht um der jetzt, ja sagen wir mal, es geht jetzt um den, der in den letzten 20 Jahren drei Hauptdarsteller bekommt. Die Rede ist von Spider-Man, die Trilogie von Sam Raimi. Sam Raimi, die Filme, nicht von Mark Webb, The Amazing Spider-Man. Und auch wieder ein richtig cooles Cover. Und Spider-Man ist prägniert. So, ja, mehr da leider nicht von, aber es ist ein cooles Cover. Als Backmotiv haben wir diesen legendären Kuss zwischen Spider-Man und Mary Jane. Und innen drin haben wir nochmal Spider-Man in Kampfszene. Und ja, da geht halt dann die Szene weiter. Nichts Spektakuläres. Und ich muss sagen, wir haben noch eine extra Blu-ray. Und zwar die extra Blu-ray zu Spider-Man 3, also Bonus. Ja, hier haben wir zwei CDs. Und genau, auch nicht schlecht. Cool gemacht, bestimmt. Und somit habe ich dann auch mal die Spider-Man Trilogie in meiner Sammlung. Die fehlte mir noch. So, darauf freue ich mich auch. Und ich habe auch alle drei Teile gesehen. Die ersten zwei Teile war ich sogar im Kino. Und bin auch geflasht rausgekommen. Genau, oh, jetzt mal kurz hier mein. Und auf dem kleinen Stuhl zu sitzen ist echt unbequem. So, dann kommen wir zu einem schönen Klassiker. Und zwar die Rede ist von Terminator 2. Kennt wohl auch jeder eigentlich, ne? Und ich muss sagen, auch wieder ein richtig schönes Steelbook. Und so, da bin ich wieder. Ja, die Speicherkarte war mal wieder voll, aber ich habe es diesmal rechtzeitig gemerkt. Ich glaube, ich muss mir da mal echt eine größere kaufen für die Kamera. So, und wir sind stehen geblieben bei Terminator 2. Auch wieder, wie gesagt, vorher schon ein richtig schönes E-Book. Auch wieder prägniert hier der Schädel oder Skelett. Also der Kopf. Einfach richtig schön prägniert wieder. Und Terminator 2 nicht. Aber das Cover. So, dann haben wir hier hinten noch T2 stehen. Und das ist auch prägniert. Oder, ja, ich würde schon sagen. So, dann schauen wir mal rein. Kennt wohl, glaube ich, auch jeder, oder?
Terminator. Und dann haben wir hier noch ein richtig schönes Osterchen. Einmal mit dem Tee, was weiß ich nicht. So. Und aber was ich leider bemängeln muss, ist, dass die Hülle leer ausschaut. Nichts drin, kein Innendruck. Leider. Leider. So. Packen wir das mal wieder ein. Aber dafür ist ein Poster dabei. So. Gut, dann kommen wir zum nächsten Film. Und er blüht ja gerade richtig auf, eigentlich, dieser Schauspieler, mit seinem Alter. Mit Taken, The Grey, Unknown Identity, oder was hat er noch gemacht, The A-Team. Oh, One All Night, hab ich noch nicht. Und ich habe jetzt von ihm Nonstop. Ja, ich glaube, habe ich auch noch nicht gesehen. Also, bestimmt ein guter Film wieder. Was ich halt schade finde, ist einfach, dass es ja nichts weiter ist als normaler Ausdruck. Was ich halt cool gefunden hätte, wäre, wenn Nonstop hier noch prägniert wäre. Aber gut. Hinten Back Motiv ist auch nur technische Daten und was halt passiert in diesem Film. So, dann was haben wir hier drin noch? Indruck. Ja, Indruck haben wir. So, dann sieht man halt Liam Neeson in einer Filmszene. Auch nichts Spannendes. Also es ist jetzt kein so tolles Steelbook. Aber gut, auch nicht schlimm. Aber ich finde halt trotzdem die Steelbooks einfach viel cooler und besser als die Amaris. So, aber ich glaube, der ist nicht schlecht, der Nonstop-Film von Liam Neeson. Dann kommen wir zu Robocop, dem Remake von 1988 von Paul Verhoeven. Auch ein richtig geiler Film. Diesen Film habe ich aber noch nicht geschaut. Ich kenne aber das Original. Und ja, auch wieder eigentlich ein langweiliges Cover-Motiv. Ohne Indruck, wie heißt das jetzt? Prägniert oder irgendwas. Und das Backmotiv, ja, es sieht schon cool aus, aber es ist halt. ist halt nichts, ne? Robocop hätte ich zum Beispiel prägniert. Ja, das wäre doch cool geworden. So, und von innen drin sieht man auch wieder nur eigentlich eine Filmszene. Ja, nichts Besonderes. Da hätten sie sich ein bisschen mehr Gedanken machen können. Aber wie schon bei Liam Neesons Nonstop, nicht so dramatisch. So, dann kommen wir zum nächsten Film, und zwar dem vorletzten Film von Paul Walker. Der letzte Film ist ja halb abgedreht gewesen von Paul Walker, so Fast and the Furious. Und dieser Film in der Extended Edition, Great Manson mit Paul Walker. Habe ich auch noch nicht gesehen, weiß nicht, worum es da geht, aber ich glaube, der ist nicht schlecht. Backmotiv auch wieder relativ langweilig, nur technische Daten und was im Film passiert. So, dann haben wir hier auch wieder den Indruck. Auch nichts Besonderes von einer Filmszene. Ja, achso, was ich noch sagen wollte, Terminator habe ich mir gekauft bei Mediamarkt. Die Beschreibung oder den Link von Mediamarkt zu Terminator 2 mache ich unten in die Beschreibung rein.
vielleicht habt ihr die noch nicht in eurer Sammlung und ihr braucht sie noch und bla 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 bla. Ja. So, die nächsten 5 habe ich auch beim Mediamarkt gekauft und zwar ein Devil von M. Night Shyamalan. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Also auch kein schlechter Film, mal von M. Night Shyamalan. Der hat zur Zeit sonst nur Mist abgeliefert. Aber ja, ja gut, das Produkt ist halt auch wieder ja, klein, ganz klein prägniert, ist ein Devil. Aber ansonsten ist hier nichts gemacht. So, und das Backmotiv ist auch nur wieder technische Daten mit was im Film passiert. Und der Eindruck ist dann diesmal richtig geil. Und zwar, man sieht nichts, nur was es für Blu-ray oder DVD es noch gibt. So. Packen wir wieder da rein. Und diesen Film habe ich, wie gesagt, auch bei Mediamarkt gekauft. Packe ich. Oder habe ich den? Ja, das muss ich gerade selber überlegen. Packe ich auch in die Videobeschreibung, falls ihn noch jemand haben will. Und dann kommen wir jetzt zum letzten Film. Ja, ich muss sagen, es ist 2:30 nachts. Wahnsinn. So, kommen wir zum letzten Film. Also wie gesagt, ich habe nur 2 Filme original gekauft. Den Rest habe ich nur vom Flohmarkt, also bei Facebook Flohmarkt oder von eBay gekauft. Genau. Und der letzte Film, um den es geht, ist von Guillermo del Toro. Don't be afraid of the dark. So schaut er aus. Auch wieder keine Prägnierung, nichts dabei. Ja, langweilig gehalten, so wie das Backmotiv. Und Indruck. Dann doch bescheuert. Noch beschissener. Da ist ja gar nichts drin. Nichts, nicht mal ein schwarzer Hintergrund. Nur weiß. Naja. So, fangen wir die Riesenräder rein. So. Gut. Das soll's für dieses Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist ja schon so was dazugekommen. Und wir haben auch schon die halbe Stunde geschafft, also über die halbe Stunde. Ich wusste ja gar nicht, dass es so lang geht, ey, dass ich so viel zum Ratschen habe. Wahnsinn. Aber gut, nichtsdestotrotz mache ich jetzt das Video, oder beende ich jetzt das Video und gehe jetzt dann auch schlafen. 2:30 ist jetzt. Und ich bin damit raus. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Das wird dann halt Ende Februar sein, zum Update-Film von Nummer 2 im Februar, genau. Ich laber gerade so ein Müll. Also, wir sehen uns dann im nächsten Video, das kommt dann sicherlich im Februar, zu den nächsten Film-Updates. Ich bin jetzt damit raus, leg mich jetzt nochmal schlafen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also, Servus!